Lagerkasse. Alter, sprich mich doch nicht einfach an, du Spaß. Hau ab. Ich komm hier nicht weg. Boah, quatsch mich nicht voll, Alter. Verpiss dich, Alter. Geh weg, Mann. Hall. Alter, Dutsch, Alter. Du gehst mir auf den Sack, Mann. Lass mich in Ruhe. Boah, boah, boah. Boah, wo geht er jetzt hin? Boah, ich hab mich von ihm befreit. Jetzt ist er böse und geht sich ertränken. Schön. Gehe ich mich mal ein bisschen umgucken, aber ich würde gerne mein Pferd mitnehmen. Oder ist, glaube ich, cooler, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen umschaue. Kann ich denn irgendwie... Gibt es denn eine Karte, die man da so öffnen kann? Kann nicht bestiegen werden. Ich muss mein eigenes... Warte, da ist ein Ausrufezeichen. Halt die Schnöze, du Sklave. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Hä? Was heißt denn das? Hübsch. Komm an, die mal knattern. Wo ist mein Pferd? Was bedeuten nur die Ausrufezeichen? Ich nix verstehen. Arthur. Achso, meinem Lager geht's schlecht, oder? Ist das der Grund? Vielleicht muss ich ein bisschen was fangen für euch. Weißt du, weil die Weiber hier auch nur rumsitzen. Oh. Das ist mein Pferd. Mit dem reite ich jetzt in die Wildnis hinaus. Ah ja, okay. Hello. Who are you, bitch? I am Arthur. So, warte mal auf. Das habe ich wieder vergessen, weil ich Twitch, TikTok irgendwie immer vergesse. So. Nein, ich will es nicht. Ich will es nicht anbinden. Ich schau mich mal ein bisschen um, was uns hier so. Mhm. Oh, hier gibt es ja sogar Strommasten. Die Eisenbahn. Was? Fragezeichen, Zeigenmission. Rede mit der Fremden im Gebiet, um die Missionsreihe zu beginnen. Da ist was! Ja. Da fährt irgendwas. Das müssen wir mir anschauen hier. Ey. Lord, have mercy. The fuck? Hat das Pferd... Oh, shit. Haha! Hat das Pferd den weggenatzt? Oh, scheiße, Bruder. Scheiße gelaufen für dich. Ja, dann klaue ich halt mal, was dir gehört. Okay, boy. Wieso habe ich jetzt so ein Minus-Ding bekommen? Verstehe ich nicht, der war doch schon tot. Da kommt einer. Hey. Wer bist du? Hier ist Wegezoll. What's up, man? Hey. Bitte, was ist los? Help.
Na, was los? You want this? Be a man about this. Help me. You almost got shot, idiot. Don't do it. This is very kind of you. So. Ich lasse den, danke fürs Folgen, ich lasse den natürlich hier liegen, weil... Da ist noch einer, der einfach da ist, die reiten hier einfach so rum. Valentine. Ich habe noch keinen Plan, was ich so mache. Alright, boy. It's alright, boy. Sag mal, was ist das hier, eine Autobahn oder was? Das interessiert ihn gar nicht, dass da einer gefesselt rumliegt. Eigentlich suche ich was zum Jagen. Ja. Aha. Steig mal ab. Ja, heck dich. What the? Mein Pferd! Sein Pferd! Hilfe! Wer war, was will der von mir? Warum greift er mich einfach an? Bin ich hier im Wilden Westen oder was? Wo ist er denn hin? Unglaublich. Eigentlich will ich dich plündern, nicht aufheben. Was wollte der von mir? Der war voll auf Beef aus. Einfach so. Ich bin hier ganz gemütlich am Nichtstun. Gehe keiner meiner Wege. Und dann kommt einer und will mir einfach an die Eier. Da ist auch einer, der... Hier ist voll der Verkehr. Ich hab das noch nicht so ganz raus. Darf ich dem seine Viecher klauen? Hey, Bro. Gib mir dein Essen. Ein Hütehund. Ich habe auch einen Hütehund. Hey. Redest du? Nee. Ah! Da hinten. Ich habe keinen Pfeil und Bogen dabei, merke ich gerade. Wo ist denn mein Pferd? Wie kann ich mein Pferd nochmal rufen? Falsch. Falsch. Tasche. Ah. Hoppelhü. Kimse mal rin. Da. Hey, mein strammer Lümmel. Fein. Super. Halt. So, jetzt pass mal auf. Hier muss das rein und hier muss der Bogen rein. So kann ich schon mal besser leben. Gut. Und jetzt gehen wir jagen. Warum duckt er sich immer? Was macht der für Sachen? Kann ich alle Tiere jagen oder nur bestimmte Tiere? Kann ich sowas jagen? Tatsächlich, sowas kann ich jagen. Pass mal auf. Ich sneake mich daran und dann... Ich erschieße jetzt ganz allein einen Vogel. Warte mal auf. Da sind Pferde. Wildpferde. Boah, die sind frei. Reitet in die Freiheit. Spirit. Wo ist jetzt der Vogel hin? Da vor mir. Und Klatscher da. Können die nicht fliegen? Hi.
Aufheben. Steckt er sich in die Tasche. Wachtelkadaver, schlecht. Wo ist der Rest von diesen Kadavern, von diesen Vögeln jetzt hin? Ich mach das für mein Dorf. Aber ich würde gern was Größeres fangen. Wo ist denn hier mal was? Ich würde gern seine Schafe natzen. Aber das darf ich wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich das mache, mache ich mich wieder unbeliebt. Zila! Mein Gott! Hassi! Ich fange mal mit Kleinvieh an. War das nicht mal, dass man da irgendwie Viecher beobachten kann? Ah ja, mit meinem Fernglas. Wenn ich doch mal so ein Viech finden würde. Es ist einfach so unfassbar ruhig. Wo? Da hat jemand Probleme. Ich komme und rette dich. Ich bin der Arthur von den Minimoys. Bin gleich da. Verfluchte Pumas. I killed it. And now you are my sex slave. Hi. Heute? Dan, good shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Was? Hey, gib mir eine Belohnung. Hey! Hallo, ihr habt dich gerade gerettet. Hey, du Reiberdachi. Hallo? Ihr geht einfach weg. Hallo? Sei mal nicht so undankbar, du verdankst mir dein Leben. Hat der mich gerade Wichser genannt? Okay, jetzt geht er da einfach so an sein... Wie ist der auf dem Baum? Was ein undankbarer Spast! Der hat mir nicht mal was gegeben. So, und was ist jetzt besser? Häuten oder aufheben? Ich habe auf jeden Fall einen Puma erlegt, meine Freunde. So lobe ich mir. Achtung, jetzt wird's wieder eklig. Jawe! Ih, der hat es einfach... einfach gemacht. Jetzt schneidet er sich noch ein Stück Filet raus. Ach so, ich kann jetzt aber den Puma selber nicht mehr mitnehmen, oder was? Doch. Der nimmt schon beides. Clever. Oh, jetzt hatte ich kurz Angst. Ich habe Blödsinn gemacht. Und wenn du mir jetzt noch sagst, wo mein Lager ist. Da hinten, oder? Yep. Macht der eine hier, kennt ihr, der Arme. Ja, er tut mir auch ein bisschen leid, aber wir müssen ja überleben. You know? Hier sind noch mehr Viecher, aber die kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Ihr habt jetzt Glück, ihr dürft leben. Lebet, genießt es. Arthur hat keine Zeit für euch. Mich interessiert der Schäfer, ehrlich gesagt. Mal ganz ehrlich, wenn ich den Schäfer abschlachte
und seinen Hund kill, weil der greift mich ja vielleicht sonst an, dann habe ich so 8-9 Schafe locker, die ich hier in mein Lager transportieren kann. So, du kriegst jetzt hier erstmal was zum Phrasen. Das bringe ich jetzt meinem Butcher und der butscht dir dann eine Suppe draus. Ich finde, ich mache das wirklich gut. Ciao. Alright, here, make it quick. I don't even want to know why there's blood and gore all over you. Quatsch mich nicht voll, Alter. That's your lot. Listen, you couldn't get me a blanket or a dry pair of boots, could you? Im Ernst, wo muss ich den Schmarrn jetzt ablegen? Was will, wo war? Wo ist denn der Butcher? Hallo, ich hab hier Ware für dich. Pearson. Was kann ich jetzt spenden? Puma-Kadaver trage ich bei mir. Den kriegst du. Der Trapper. Good job, Mr. Morgan. Okay, I'll keep my eye out for him. Das reicht aber nicht, oder? Some more meat, Mr. Morgan. Hosea. Hey. Wann haben die denn genug zum Essen? Not the best quality, but some seasoning will hide it. Sure. Might as well make some money off it. Macht denn der da? Verkauft er das einfach oder was? Verstehe ich nicht. Und wie, wann kriegen die jetzt da was zum Essen? Hi there. Mach dann. Geht er jetzt? Geht er einfach? How are you? Na, schlecht, Alter. Pearson! Hä? Mach dann! Boah, ich hab sogar noch Blut auf meiner Weste. Was macht... Ah ja, hier. Er säuft sich erstmal ein, oder was? Komischer Typ, ey. Nimm mir mal einen Hapsen. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Dachte, ich habe euch jetzt was Gutes getan mit dem Puma. Das, oder dauert das ein bisschen, bis das realisiert, was abgeht? Crafting at the moment, Mr. Morgan. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. Appreciate it, Pearson. Getting real low on meat here. Verstehe das noch nicht so ganz. Thank you, Arthur. Kann ich mir auch selber Sachen kochen, oder was? I wish you'd wash off that damn blood. Ach ja, stimmt, man kann sich auch irgendwo waschen, aber wo? Ey, ich verstehe nix. Das ist mir alles ein riesengroßes Rätsel. Ich bring den ein fettes Viech und als Dankeschön stellt er sich da hin und glotzt, Alter. Bist du ein Wasserfass? Kann ich mich hier waschen? Nö. Egal, ich reite einfach wieder in die Wildnis. Komm. Komm, mein Pferd! Lasst uns Dinge töten! Oder soll ich mal mit dem U hier reden?
Wo ist denn das U? Bist du mein U? Hey, U. Da, Ankel. Wecken. Steh auf! Au, au, au! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. Hello, Toby. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? Could take us too? Well, nein, Mann, Nutten werden nicht transportiert. Yeah. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Die wollen Geld anschaffen. About ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. Ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Fahr! Ja. Was die wohl wollen? Die Nutten? Ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil ich kenne ihren Namen nicht. Komm, gib Gummi. Hüa! Wow, Alter, ey. Ich fahre hier wie auf deutschen Autobahnen. Nürburgring. Falscher Weg. Aber ich muss schnell was schauen. Ich habe nämlich, glaube ich, gerade die Befürchtung, dass da eventuell... Ah, wusste ich es doch. Ich habe gerade auf 3 Plattformen gestreamt. Das ist nicht clever. Ja, die wissen genau, was sie erwartet. Die werden jetzt dann nämlich gepfählt, wie es sich gehört. Oh, da ist noch eine Kutsche. Boah, wir sind schneller als du. Oh, Race oder was? Komm, gib Gummi. Ah, bergauf, ganz schlecht. Oh, der hängt mich voll ab. Boah. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Na klar, ich bin der Arthur und ich muss das jetzt machen. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Fralissimo, Alter, Fralissimo. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Ich untersuche es mal für mein Kompendium. Whoa there. Easy. Easy. It's okay. Whoa. Easy. Ah, gut. Streicheln. Good girl. Nochmal streicheln. Und jetzt führe ich dich in den Abgrund. Ah, vertraue mir nicht! This way. Come on. So bin in Twitch. Herzlichen Glückwunsch und willkommen zurück. Dass der Herr die große Mühe auf sich genommen hat, zurück in Twitch zu kommen. Unfassbar. Arthur und die Minimoys. Warum heißt der denn eigentlich nicht Georg? Oder Rachnael.
Aber die Ladies sind bestimmt beeindruckt von meinem Können. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. Ehrenhafter. No, not really. I was just trying to impress the women. Schau mal, wie die sich Hallo sagen, die Pferde. Hi, ich bin weiß, ihr seid braun. Cool. Habe ich jetzt Ehre dazu bekommen? Ehre, wem Ehre gebührt. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Cowboy sein soll oder ob ich ein böser Cowboy werden soll. Mal, normalerweise bin ich immer einer der Guten. Ich kann nicht, da steht ein Pferd im Weg. Ah, Pferd. Oh, die Ladies sind so unfassbar beeindruckt von mir gerade. Ich spüre das richtig, wie ihnen der Saft entfleucht. Zack, Alter, direkt noch ein Tier überfahren. Scheiße, warte, stopp. Ich hab einfach verfahren. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich hab einfach zwei Viecher überfahren. Das tut mir so leid. Oh Gott. Oh. Und die Ladies müssen das jetzt mit anschauen. Wie ich jedes Viech heute. Aber ich kann es nicht mitnehmen, oder? Weil ich kann das ja. Kann ich das auf die Kutsche legen? Ich weiß es nicht. Muss man ausprobieren. Na, nicht ablegen! Stopp! Kannst es nicht einstecken. Hey, Ladies. Geht nicht, oder was? Scheiße! Könnt ihr nicht mal Platz machen für so einen Hirsch? Ihr legt's einfach ab, oder? Ach, scheiße. Ich hab die voll umsonst gekillt. Es tut mir so leid. Ich bin nicht böse. Kaum frage ich noch, ob ich böse oder gut bin, töte ich schon was. Hallo, Debra. Oh, 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 oh. Smell those sheep. Or is that uncle? Oh, very funny. Ich habe gelernt, in Städten muss man sich benehmen, sonst ist man schnell der Buhmann. Die tratschen in so Dörfern, das ist wichtig zu wissen, die tratschen. Oh no, Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Ja, noch ist alles gut. Ich bin gerade seelisch wirklich, mich hat das gerade tief verletzt, dass ich diese zwei Tiere getötet habe. Nur durchs Drüberreiten. Das wollte ich einfach nicht. Der Saloon ist gesperrt, okay. Da ist ein Waffenladen, sehe ich das richtig? Hier links, down the Main Street. Das ist die Main Street. Gibt's hier Geschwindigkeitsbegrenzung? Das ist doch kein Spiel, das ist die Reality für mich. Ich bin jetzt ein wahrer, echter, wascher Cowboy. Hier ist einfach Spielstraße. Schrittgeschwindigkeit. Jetzt muss ich in dem Stall einparken. Geh weg, sonst überfahre ich dich wie das Tier vorhin. Mich würde jetzt interessieren, was die Frauen machen. Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. War klar, dass die saufen gehen, Alter. Die machen jetzt Mädchenabend. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the One-Shot Kid. The One-Shot Kid? I'm not gonna ask why. You are a sad man. Alles cool, jetzt darf ich das erste Mal einkaufen, oder? But I know you love me. Das heißt, ich kann jetzt auch meine Sachen mal verkaufen. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite. Borkenflechte. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. Is the plague. Shut up and dance with me. This morning is his destiny. 31 Döler. What do you need? Hell, a drop of whiskey for a start.
You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got more out back. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Warte kurz, ich muss mal meine Dinge verkaufen. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Kann ich das nicht ver... Ach, der akzeptiert das nicht? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Ja, dann lass es, Bruder. So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Lamb or the sausage? Hä, da steht immer, ich kann was kaufen und dann kaufen Süßigkeiten. Ich will keine Süßigkeiten, ich will einen fetten Kaffee. Wo gibt's hier Kaffee? Premium, gesalzen, Brötchen, das heißt Semmeln. Ah ja, gemahlener Kaffee. Hier. Kaufen. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Ah, this should do the trick. Yep, that's fine whiskey. Ach, ich hätte auch den Katalog blättern können, oder? Ich hab grad einen Doll... All the best, fellers.